Willkommen zurück zu The Long Dark. Und dieser nette junge oder auch ältere Herr hier scheint keiner von den Guten zu sein, aber vielleicht ist er uns noch bei irgendwas behilflich. Ich würde ihn jetzt tatsächlich von diesem Messer einmal befreien. You don't deserve help. But here. Better. Now, I'll just sit here for a while. Wird das Messer behalten können? I think I'm warming up. Okay, Hobbs heißt er, alles klar. So, dann werden wir hier erstmal alles durchsuchen. Bringe den Inhalt des Bankschließfachs zurück. Wir nehmen jetzt hier nichts weiter auseinander. Ich will jetzt hier nicht alles. Das nehmen wir natürlich noch mit, oder? Und wenn wir das nur verbrennen. Nee, zurück, her damit. Ich glaube, wir müssen nämlich auch. Okay, wir sind mega unterkühlt, ne? Oder warte mal, haben wir nicht doch einen Kamin hier vielleicht? Nur den Ofen scheinbar. Ja, hilft nicht. Wir machen jetzt ein Feuer mit den Büchern vielleicht erstmal. Wir sind auch wirklich unterkühlt. Ich weiß jetzt nicht, ob mit den Klamotten irgendwas ist, ob die kaputt sind oder was. Turned out pretty well. So. Wir müssen natürlich die ganze Bude hier einmal auseinandernehmen, das ist ganz klar. Always use more food. So, warte mal, ich muss mal gucken hier nach den Klamotten. Irgendwas ist hier komisch. 39% nass, äußere Schicht. Du hast keine solche Kleidung. Wieso habe ich keine solche Kleidung? Ach, das bedeutet einfach nur nass. Und das war das Problem, weswegen mir so kalt war. Alles klar. Das muss jetzt hier erstmal noch runtergehen. Ja, spannend. Haben wir das alles angezogen? Die habe ich auch nicht angezogen. Wir haben keine Handschuhe an. Ich repariere einfach mal, ne? Mal gucken, ob uns das was hilft. Okay.
Wieso kann ich die nicht anziehen? Was ist da los? Ach so, ich habe schon welche an. Ja, okay, vergiss es. Hunger hast du? Gar kein Problem. Haben wir hier auch noch was drin? Take this food. Naja, verschimmeltes Zeug brauchen wir wohl kaum, oder? Ne. So. Wir essen eine Runde das hier. Das macht ja auch warm. Und dann hauen wir uns noch, bisschen Tomatensuppe rein. Auch das scheint ganz gut zu sein. Okay, Schokoriegel mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir hier finden können. Tasse Kaffee. Dosenöffner. Der ist leer. Was würde ich geben, wenn wir einfach mal ein bisschen Licht anmachen könnten? Ne? Das wäre so super cool, aber nein. Ist halt alles tot hier. I better take this food. So, das nehmen wir nochmal auseinander. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall auch ein Bett. Das ist schon mal gut. Da können wir nämlich hier nochmal eine Runde pennen nachher. I can always use more food. So, alles mitnehmen, was geht. Hallo? Ich weiß echt nicht mehr, wie ich den Stein ablegen soll, ne? Ich habe keine Ahnung. So, das hier auch noch mal kurz mitnehmen. Das wird uns alles weiterhelfen, vermutlich. So, es ist schweinekalt, aber wir sind ja drin. Insofern. Oh, Notiz des Nachbarn. Lesen. Hallo Martin. Wir haben Molly gefunden. Alice war sehr erleichtert. Vielen Dank, dass du uns bei der Suche geholfen hast. Anscheinend war ihr dieses Mal ein Wolf auf den Fersen. Seit dem Beben werden es immer mehr. Gibt es eben nicht mehr so viele, die sie in Schach halten. Molly ist verletzt, aber sie wird das überleben. Sei vorsichtig, die Wölfe könnten es auch auf deinen Hund abgesehen haben. Ich weiß, dass du Tiere liebst und niemals einen Wolf erschießen würdest, aber sie sollen laute Geräusche hassen. Vielleicht kannst du dir mit einer Signalleuchte behelfen. Pass auf dich auf und besuche uns, sobald du kannst. Du solltest nicht zu viel Zeit alleine verbringen. Mhm. Okay. Verstauchungsrisiko. Ah, das war jetzt auch nicht so gut, ne? So, ich nehme mal ein bisschen Altholz. Machen wir noch mal ein bisschen Wärme hier rein in die Bude. Sicher ist sicher. Gucken, wie lange das hält. 29 Minuten.
bisschen Brennstoff hinzufügen, würde ich sagen. Stunde 6, Stunde 26. Zack. Okay. Erstmal. Okay, cool. Dann lassen wir stehen. Ich will jetzt hier nicht alles auseinandernehmen. Die ganze Bude auseinandernehmen. Was haben wir denn hier noch Feines? Nüscht. Might have to drop some gear. Ja, okay, wir hauen das gleich nochmal in den Ofen rein. Was ist da? Traubensaft. Braucht man eine Bügelsäge, um das zu zerlegen, okay. Das haben wir natürlich jetzt nicht. Gut, Bügelsäge. So, haben wir hier noch ein bisschen Papier. Und hier ist, waren wir, glaube ich, schon. Da haben wir das Wasser aus dem Klo geholt. Genau. Da haben wir nur noch einen Raum. Prinzipiell haben wir ja auch alles, was wir brauchen. Wir sollten ja nur das Zeug aus dem Schließfach-Dingsbums nehmen für die alte Frau. Kann ich das alles anziehen? Ich glaube, ich kann immer nur eine Sache anziehen, ne? Wärmebonus. Da sehe ich auch noch nicht so ganz durch, wie wir das am besten machen. Ich werde nochmal hier so einen Riegel essen. Schokoriegel. Zack. Und vielleicht noch ein paar schimmlige Salzcracker. Nein. Geschmacklose Salzcracker. Okay, da hat man natürlich dann auch gleich wieder Durst. Gut. That'll come in handy. Absolut. Richtig gut. Hatten wir schon. Okay, was haben wir hier noch? Besen. Was richtig cool wäre, wäre ja... eine... Could end up being useful. Eine Waffe. Okay, was haben wir denn jetzt für eine Tageszeit? Wir haben jetzt irgendwie eine Tageszeit. Es ist noch nicht so spät. Wir könnten zurücklaufen zu ihr, ne? Zu der Oma. Hier ist noch was. I could use this. Ah, warte mal. Macht das nicht sogar mehr Sinn, wenn wir das hier machen? Der Kamin bringt ja ein bisschen mehr als der komische Ofen da in der Küche. Wir uns mal richtig aufwärmen kurz. Und hier vielleicht noch ein bisschen verweilen. Guck mal, das sieht doch... Das, ach so, das hat nicht funktioniert. Ja, Mann. Okay, nochmal. Habe ich keinen Brandbeschleuniger? Doch, habe ich doch. Hier, bitteschön. What have we here? Schuhe.
So, hier haben wir diese Schuhe plus 0,6. Die sind besser, ne? 30% nass. Kälte, 57. Okay, dann ziehen wir mal die Schuhe an. So, dann lass uns mal gucken. Vielleicht sollten wir einfach mal ein bisschen modifizieren. Diese Handschuhe bringen natürlich... Oh, die scheinen mehr zu bringen, ne? Ne, 100% Kälte. Gar keinen Sinn. Warum sollen die denn jetzt wärmer sein als die anderen? So, 77%, 90%, 21%. Dann nehmen wir mal diese. Und diese. Dann haben wir diesesjenige, welche Hemd. Das lassen wir an. Dann haben wir das hier. Ist jetzt nicht mehr so besonders. Warm. Scheint besser zu sein. Hat eine bessere Wasserdichte, ne? Okay, lassen wir so. Jacke, da haben wir einmal das Ding. Plus 1,2. Das passt nicht, das lassen wir so. Dann haben wir diesen fetten Parker. Den haben wir einfach an. Okay, alles klar. So, dann haben wir Mützen. Da haben wir aber nur eine. Könnte man noch eine zweite aufsetzen, haben wir aber nicht. Beine haben wir auch nur diese komische Hose. Eine Unterhose haben wir noch. Bringt nichts. Okay, also wir haben keine anderen Klamotten. Na gut. Gut, gut. Wie kann ich denn jetzt diesen Stein bitte wegpacken? Und wir sind überladen. Überladen, ganz genau. Das ist ein Problem. Wir haben viel zu viel Zeug scheinbar. Viele Bücher, 12 Stück. So, wollen wir denn mal eine Runde pennen? Bevor wir wieder zurücklaufen? Oder laufen wir einfach jetzt zurück? Ich werde mal eine Runde speichern, ne? Das ist, glaube ich, die allerbeste Idee. Oh, hier. Können wir das mitnehmen? Ja. So, hau rein, Brian, ne? Ich werde mich mal vom Acker machen. Speichern. Dann nehme ich jetzt mal Nummer 2. So. Okay. Und dann gehen wir mal weiter Richtung Omama. Ich habe ja hier noch gar nicht alles abgesucht, wie mir scheint. Da ist noch ein Auto. Okay, und viele Wölfe. Aber da ist noch ein Auto, da will ich noch mal kurz hin. Mann, sind wir überladen. Just like the tractor. Ist leer. Gut. Wir müssen, genau, wir müssen da auf diesen Weg zurück. Haben echt gar keine Ausdauer. Das ist natürlich ein bisschen... Nun ja.
Okay, du schaffst das. Junge, du bist völlig überladen. Unfassbar. Haben wir wieder alles mitgenommen, ne? Kurz vor der Ohnmacht, ey. Wie lege ich denn jetzt nochmal diese Steine ab? Warte mal. Verstauchungsrisiko, weil ich so vollgeladen bin. Okay, ich muss irgendwas ablegen. Ah. Dass es noch weit geht, ne? Wir versuchen mal jetzt ohne Sprint dort anzukommen. Vielleicht kann man ja auch sowas wie eine Kiste bauen. Das wäre ganz cool, in der ich dann meine Sachen einfach reinpacken kann, ohne dass ich ständig irgendwie Gefahr laufe, meine Sachen, die ich gesammelt habe, woanders zu lagern und nicht mehr ranzukommen. Das ist halt auch doof. So. Was ist denn das da oben? Gehen wir mal wieder zur alten Frau und schauen mal, wie das da in der Story weitergeht. Ich denke mal, so Bauelemente oder solche Geschichten werden wir hier wahrscheinlich nicht finden in diesem Spiel. Steht die graue Mutter jetzt hier vorne, oder was? Mal gucken. Oder muss ich hier rein? In die Bank. Ich wollte noch ins... Nein, ich wollte doch noch in das Schließfach gucken. Leer. Handschuhfach, meine ich. Auch leer, okay. Gut, oder auch nicht. Hier ist die Tür. Muss ich hier irgendwie rein? Ich bin der Meinung, dass ich hier irgendwie rein muss. Und da kamen wir gerade. So, hier nochmal gucken, was hier so los ist. Naht. Okay, wir werden immer schwerer und schwerer und schwerer. Das ist natürlich ein Thema. Ah, okay. Brecheisen. Ach, genau. Schmeiß einfach die Steine dahin. Das hilft bestimmt. Ist auf jeden Fall was für Loot-Freunde, dieses Game. Kaffee! Ich denke, ich kann das benutzen. Kaffee? Kräutertee? Okay.
du bist doch doof. Kasse? This will come in handy. Jetzt habe ich jetzt keine Steine mehr in der Hand, das ist ja auch schön. So, was haben wir hier so? Oh. Ja, okay. Now, where would they hide the combination for this vault? Gute Frage. Vielleicht können wir das ja in Zusammenarbeit mit der alten Frau irgendwie hinkriegen. Müssen wir mal gucken. Schlüssel des Bankmanagers. Must be the key to the bank manager's house. Hope I can still eat this. Interessant. Okay. Das heißt, es gibt hier noch ein Haus, wo wir rein können. Wir gehen jetzt erstmal zu der alten Lady. Speichern. Wir haben so viel Zeug hier. Ich glaube, ich muss ein bisschen was loswerden. Das ist viel zu schwer. Aber wenn ich das hier wieder alles reinklatsche, dann habe ich wieder nichts, ne? Dann komme ich da nicht mehr ran. Kann ich denn eine Kiste bauen? Das wollte ich jetzt gerne noch mal wissen. Kann ich eine Kiste bauen? Scheinbar nicht. Hallo. The old man outside of town, Methuselah, he said he'd seen other people. Okay, irgendwie sind wir hier falsch scheinbar. Other outsiders? It's possible. Where would they be? Maybe my friend was with them. If they were outsiders, they might have stayed in the old schoolhouse in the months after the quakes. People used to huddle there. If your friend came through Milton. Okay, das hatten wir ja alle schon, ne? Warte mal. Wird gespeichert. Bringe den Inhalt des Bankschließfachs zurück. Ja. Aber. Bringe. Wurde ein kostbarer Gegenstand gestohlen? Finde ihn und bringe ihn ihr zurück. Bringe den Inhalt des Bankschließfachs zurück. Hab ich doch. Trotzdem mal ein bisschen was abliefern, weil das ist einfach too much, Leute. Werde 4 Liter alleine schon an Wasser. Dann machen wir mal umlagern. So, das reicht erstmal. Ich hau hier noch ein paar. Was ist das denn? Tasse Kaffee? Kann ich die trinken? Boah, 36 Kilo. Hundefutter kommt drüber. Was muss ich denn jetzt loswerden? Wir haben hier so viel Schnotter. Das hier zum Beispiel ist auch mega schwer. Kann ich das irgendwo reinmachen? In irgendeinen Schrank oder in eine Truhe? Hier zum Beispiel. Kleiderschrank, guck mal. So, die können schon mal rüber. Habe ich die angezogen? Das sieht man halt jetzt auch nicht, ne?
Nee, warte mal, den Parker lassen wir mal schön hier. Ich weiß gerade nicht, welche Sachen ich... Ah, jetzt geht's. Die Bücher sind einfach zu schwer. Okay, das packen wir auch mal alles rüber. Alle umlagern. Zwei Paar Schuhe brauche ich natürlich auch nicht. Daumenweste kommt hier auch rüber. Kenzies Hose. Okay. Dann lassen wir die Sachen jetzt erstmal hier. Das packe ich auch erstmal hier hin. Kann ich das denn wieder zurücknehmen? Ja, okay, gut. Das war mir wichtig. Dann packen wir das da auch rein. Und das. Und den Topf. Okay. Super. Zedernholz hier noch mit rein. Das auch. Dann haben wir wieder 10 Kilo Platz. Das ist ganz gut. Okay. Cool. So, was soll ich jetzt machen? Das ist jetzt meine Frage. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich würde eher sagen, wir gehen nochmal eine Runde pennen. Aber dann müssen wir wohl nochmal zu der Bank. Irgendwas haben wir da übersehen. Aber was wir da übersehen haben, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder bei The Long Dark.